Wir begrüßen euch herzlich zu diesem Miteinander, dem Begegnen, dem sich anschauen, dem sich spüren, eintauchen in die universelle Energie der Grenzenlosigkeit, in das große Ganze und in den Kontakt mit dem, was ihr im Kern seid, in der Tiefe. Im Kern, im Tiefen, angebunden, verbunden mit allem, ganz, ganz da, angebunden, hingegeben, liebend, verantwortungsvoll und spielerisch. Leicht und gestresst, angebunden und manchmal einsam. Die Frage, was der Mensch ist, ist eine gute Frage, wenn man keine Antwort gibt. Denn je öfter ihr euch fragt, was ist das? Was ist das? Was bin ich? Wer bin ich? Was ist das Ich? Was ist das große Ganze? Und diese Frage so stehen lasst, ohne sie zu beantworten, löst sich etwas in euch, öffnet sich eine Tür, ein Spalt, eine Möglichkeit für eine Begegnung mit dem Großen, mit dem Ganzen, mit dem Allganzen und dem Grenzenlosen. Wir möchten euch ermutigen, wie wir es öfters tun, sich immer wieder auszudehnen und anzukommen in dem Grenzenlosen, das ihr seid. In dem, was ist, im Gegensatz zu dem, was erscheint. In dem, was im So-Sein ruht, im Gegensatz zu dem, was sich bewegt und verändert. Was sich modifiziert, was im Wandel ist, was in der Zeit existiert und in Gedanken und im Kopf. Konzepte, Bilder, Erinnerungen, Verhaltensweisen, Muster. Konzepte, Gedanken. All dies darf sein und kann auch nicht verschwunden, also kann auch nicht weggemacht werden oder zum Verschwinden gebracht werden. Der Mensch lebt in der Dualität des Beidesseins, der Widersprüchlichkeit des ganz Angebundenseins an das Allganze. Und Illusion, eine Person zu haben, die essentiell ist. Die lebendig ist. Die existiert. Das Ich ist ein seltsames Ding. Es dient euch. Es wurde mit viel Mühe und Liebe zum Detail entfaltet, aufgebaut in diesem Leben und ist in einer gewissen Weise existent und da und dient euch. Aber es ist ein so kleiner Teil von euch. Ein so kleiner, winziger Teil in dem, im Vergleich zu dem, was alles ist, was orchestriert wird, was in eurem Rücken steht, was verbunden ist mit euch, euch dient und euch führt.
Und manchmal denkt der Mensch, er sei allein, er sei nicht angebunden. Und diese Gefühle sind echt. Wir möchten euch das nicht ausreden. Es gibt große Phasen der Dunkelheit, der Trauer, des Verzweifeltseins, die zum Menschsein unbedingt dazugehören. Das Gefühl des Getrenntseins ist elementar mit dem Erleben des Menschseins verbunden. Aber es ist nicht real. Es ist ein Gefühl, was aus den Gedanken entsteht. Aus den Gedanken, eine Person zu sein, getrennt zu sein von allem. Es ist ein Gefühl, was da ist. Und parallel und gleichzeitig, und das ist das Paradoxe, seid ihr das Allganze, seid ihr angebunden, seid ihr lebendig und in Freude. Die Identifikation mit eurem Ich, mit eurer Person, schafft Schwierigkeiten, schafft Probleme, sucht nach Lösungen. Aber die Universallösung ist es einfach so sein zu lassen, wie es ist, und es nicht so ernst zu nehmen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, die Probleme nicht so ernst zu nehmen. Schon den Schmerz, die Hoffnung, die Trauer, die Freude, das Glück und die Sehnsucht ernst zu nehmen, in dem Sinne, dass sie da ist und an die Hand genommen werden will und umarmt werden will, dass sie nicht unterdrückt oder ignoriert oder verleugnet werden möchte. All dies ist da, gehört zum Menschsein, gehört zu der Vielfalt des Seins und der Existenz. Und parallel existiert das Grenzenlose, das Gegenteil davon, das große Ganze. Und je öfter es euch gelingt, in dieser Identifikation immer wieder loszulassen von dem, was euch scheinbar bedroht, scheinbar angreift, das Leben schwer macht, zur Verzweiflung bringt, Energie raubt. Je öfter ihr von diesen Ideen loslassen könnt, dass die Welt so, wie sie sich für euch anfühlt, gar nicht ist. Und parallel zu den Gefühlen, zu dem Erleben, eben auch die große Stille der Grenzenlosigkeit immer da und erreichbar ist. Auch wenn, und das gestehen wir euch gerne zu, in großen Phasen der Dunkelheit ihr sie manchmal nicht fühlen, spüren oder das Gefühl habt, sie erreichen zu können. Und dennoch, und das ist das Paradoxe, was das Menschsein ausmacht, ist sie da und ist sie präsenter und größer und gewichtiger als das kleine Häufchen Elend, was ihr dann in diesem Moment seid. Und euch selbst kommt es genau umgekehrt vor. Euch selbst kommt es vor, als würde sich alles in Dunkelheit einwickeln und würde ein Mantel der Dunkelheit über euch gelegt und alles wird düster und hoffnungslos, traurig und schwer. Aber es ist eine Momentaufnahme und je ernster ihr euch selbst nehmt, in dem Schmerz, desto dramatischer wird es. Und je liebevoller und entspannter ihr mit euch sein könnt, mit dem, was da ist, mit dem, ach, der arme Gordon, oder ach, die arme Jana, oder wer auch immer, der geht es jetzt nicht so gut. Ich umarme sie mal innerlich. Ich umarme ihn mal innerlich. Ich bin einfach da, im Großen, präsent sein,
im Grenzenlosen existieren, im Verbundensein mit der grenzenlosen Intelligenz des Universums. Gibt es Fragen an uns?